So, da sind wir wieder. Du hast gerade nach der Stuha gefragt. Ja. Das Ding ist die Sturmhaubitze 42. Ja, das klingt brauchbar. Alter, dann kommen sie ja schon wieder. Dann kommen sie schon wieder mit Panzern. Ich kann nichts tun. Ich find das scheiße. Hast du keine Death drin? Doch, schon. Ich wollte da vorne ja auch eine Pack bauen, aber sie haben ja ganz zufällig meinen Pionier getötet. Achso, ja, das ist ungünstig. Ah, da ist ja so ein LKW. Ich gehe da jetzt mit meiner Panzerabwehrinfanterie da vorne hin und setze dann mit meinem frisch gebauten Pionier ein paar Packs hin. So eine 8-8er kann ich jetzt mittlerweile sogar bauen. Alter, ich helfe hier keiner Sau, die da irgendwie nach vorne durch die Front latschen möchte. Hummelpanzerhaubitze. Ja, die nehmen natürlich sofort mit. Gar keine Frage. Könnt ihr das Ding vielleicht mal angreifen, anstatt dir einfach geradeaus drauf zuzurennen? Danke. Oh, das Problem ist noch, dass meine Infanterie so an einer merkwürdigen Stelle rauskommt. Also ich hab da noch so ein oder andere Problem, die immer zu finden. Wow. Meine Infanterie kriegt gerade nichts auf die Reihe und mein Pionier rennt in den Tod. Also, wir müssen die Cromwells da vorne wegkriegen, ansonsten kommen wir da nicht durch. Also kann ich da nichts aufbauen. Wie zur Hölle ist der Kommandotrupp in meiner Basis gelandet? Der hat durch den Flieger da. Der ist so ein Lastenflieger. Fickt euch! Ich sehe, du beginnst... diese Modifikation zu lieben? Ja, das tue ich. Ja. Und da ist mein zweiter Pionier tot. Ganz ruhig. Das ist ja... Bisher läuft ja nur scheiße. Wieso? Läuft gut. Alles läuft gut, um ehrlich zu sein. Och, sieh dir mal meine rechte Verteidigungsstellung an. Ist da noch was? Vielleicht, wenn da keine Priest drauf schießen würde. Ah, da ist ein Priest. Gut, ich kann dann auf da mal versuchen. Alter. Mit MP40 ausgerüsteter Trupp schafft es nicht gegen zwei Mann gegen diesen Zwei-Mann-Stoßtrupp. Unmöglich. Oh Gott! Siehst du dieses brennende Wrack einer 8-8? Ja. Das waren soeben meine Panzerabwehrtruppen. Meine glorreichen Panzerabwehrtruppen. Gut, das ist natürlich Level 7. Das ist natürlich tendenziell... kontraproduktiv. Ah, wir haben jetzt auch wieder neue Truppen hier oben. Ich bin so froh darüber. Ja... Glaube ich jedenfalls. Weil da eine Calliope in Highspeed angebrettert kommt! Hast du gesehen, wie schnell das Ding gefahren ist? Ja. Vor allem ist es abgebremst. Ich hab's vor allem in der Aufnahme. Ich hab's in der Aufnahme! Gar kein Problem, da schießt ja schon Artillerie drauf. Du hast Artillerie? Ja, natürlich, ich hab eine Hummelpanzerhaubitze. Nice. Tatsächlich zum ersten Mal gute Einheiten auf dem Feld. Alter, was hat denn der jetzt geschossen? Meine Pioniere bauen jetzt übrigens eine 8-8er. Sehr gut. Ich muss ja sagen, dass es hier tendenziell recht viel ist, was ich alles zu verteidigen habe, aber... Meine rechte Seite ist gerade völlig überrannt. Da ist ein Churchill-Krokodil. Sherman Crocodile. Ja, aber ist egal. Es ist einfach so, ich werde an der rechten Seite überrannt. Ente. So, die 8-8er ist fertig. Jetzt muss ich da nur noch eine Flak oder so hinbauen. So, dann ist sie auch gegen Infanterie geschützt. Jetzt kommt der Jeep nicht so, der LKW nicht so ganz durch unsere, durch die gegnerischen Einheiten durch. Aber das ist alles kommt ja Churchill. Das meintest du. Ich dachte, du meinst Churchill das an meiner Front. An meiner... Ach, Tatsache. Zwei Stück. Fuck you to all! Aber das ist ja alles auch gar kein Problem, weil ich habe ja in weiser Voraussicht eine 88er gebaut. Ja, habe ich auch, aber sie hat jetzt erst den zweiten... Ja, natürlich... Level 8. Schieß auf diesen Schrotthaufen! Warum sind die Truppen in meiner Basis gestunt?
Egal. Alter, wieso kann meine Pioniere die Achter nicht reparieren? Wo ist da der Sinn? Die können alles reparieren. Nur nicht die 8-8er, die jetzt soeben explodiert ist. Ich könnte mal wieder atmen. Ich krieg hier gerade so einen Anfall bei diesem Scheißmodus. Alter, du musst es dir einfach nur angucken. Wir werden mit Artillerie weggebombt. Wir werden weggeflamed. Komplett, wohlgemerkt. Da muss ich mal nebenbei erwähnen, dass das eigentlich bei mir da drüben tendenziell besser läuft. Dann kannst du mir vielleicht aushelfen, weil ich hier mit Churchills überrannt werde und jetzt ich hier sogar noch Artillerie auf den Sektor bekomme. Ja, gar kein. Ja, das ist meine Artillerie. Die, da drauf. Artillerie. Ja, Sektorartillerie. Macht diesen Havre platt, bevor er euch mit dem Flammenstrahl erwischt. Danke! Weil ja auch meine Verteidigung hier etwas löcheriger wird. Und ich stehe wieder unter Priest Artillerie. Meine gesamte Verteidigungsstellung ist weg. Und ich wage nicht mal zu fragen, warum. Weil es sich allein erklärt. Da unten ist der Priest. Willst du versuchen, an ihn ranzukommen? Bitte sehr, ich unterstütze dich nicht, weil ich hier selbst beschäftigt bin. Nee, aber ich habe ja Artillerie. Ich habe ja mehrere Artillerien. Die 88er sind auch alles Artillerie. Ich baue jetzt mir einfach einen Panzer, ist mir scheißegal. Panzer. Die Priest Gute steht Idee. Praktisch direkt vor meinem HQ. Und das Schlimme ist, ich kann nichts dagegen tun. Angriff. Ah ja, da hinten ist also die Calliope. Da kommt ein M10. Ein paar Panzer. Ich komme nämlich nicht mal ran. Da ist noch eine Calliope. Okay, also ich sehe das Problem. Schlecht schießende Schreckleute. Ganz schlecht schießende Schreckleute. Das ist das Problem. Aber ich habe ja in weiser Voraussicht. Was? Einen Tiger deployed. Das ist wirklich gut. Los, und jetzt schnappt euch die Priest. Okay, das war zwar die Calliope, aber egal. Artillerie weg. Und was rollt in meine Basis? Ein Churchill Havre. Ohne dass ich ihn aufhalten kann. Jo, Mörser feuert direkt auf meine Hauptbasis. Das ist ja ein Flammen VC. Ein toter Stamm von C. Alter, wie die mir einfach alles auseinanderpflücken. Level 10. Wie viele verfickten Level gibt es denn? Weiß es nicht. Zu viele. Da ist auch eine dieser, das kennst du ja bestimmt auch noch, diese alten Spiele, wo es praktisch unendliche Level gibt, wo man quasi nur schaut, wie weit man kommt. Ja, ich hab sie gehasst. Echt? Fand die immer super. Siehst dir einfach mal an. Ich soll diesen Punkt verteidigen. Was schaffe ich? Gar nichts. Ich habe nur aktuell das Problem, dass mein Tiger gegen Infanterie nicht viel machen kann, ich deswegen nicht zu den Calliopes komme. Ich hänge auch hier die ganze Zeit nur an Panzerabwehr. Weil hier einfach so viele Panzer kommen, wie die Amerikaner in innerhalb von 3 Tagen produzieren. Ja, dann. Ach, der schießt auf so lange Reichweite. Ja, das ist ja gar kein Problem mehr. Lass ihn jetzt einfach nur hinten stehen, dann snappt er einfach alles weg. Das ist ja dann recht gemütlich.
Habe ich noch so zwei, drei Leute, die jetzt... Und da bekomme ich jetzt Besuch durch Kommandotrupps. Die beschießen meine Basis. Alter. Ah ja, ganz ruhig. Ich finde einfach nur diese Modifikation richtig scheiße. Nein, mir gefällt sie prima. Ja, bisher waren es ja nur so ein, zwei fordernde Joint-Ops-Sachen. Den Multiplayer haben wir ja bisher noch nicht wirklich gemacht. So. Aber das ist doch jetzt... Mir graut schon davor. Nein, aber das Prinzip ist ja, also es läuft ja hier auf der Flanke recht gut. Ich meine, ich habe immer noch meine Anfangsstellung, die ist jetzt halt ziemlich dezimiert. Das ist das schon. Das hier ist ein MC-Achilles. Wo? Ach da. Ah ja. Der war gut, oder? Das Teil ist schrecklich gegen Panzer, wenn du es auf der Gegnerseite hast. Mhm. Gut zu wissen. Ah, da haben wir wieder so einen Offizier. So. Panther, wie schlecht schießt ihr? Endlich. Jetzt kann ich dich erstmal reparieren da. Schau mal, ein Schuss des MC Achilles. Ja, ich habe gerade wenig Zeit. Ja, verständlich. Nein, nicht umdrehen. Rückwärts fahren, bitte. Danke. Ah, jetzt ist es aus Kontrolle. Okay, schade. Das war der Tiger. Ich habe jetzt zum Glück noch einen zweiten. Und ich habe Müll gelevelt. Egal. Ips, ja, die Achilles machen durchaus Schaden. Ja. Nee, das war die Splager. Okay, die Splager. Ja, das ist tatsächlich ein endloses Ding. Finde ich scheiße. Bin es allgemein zu viel scheiße, kann das sein? Ja, siehst dir doch an. Also, ich hab damit jetzt gerade kein echtes Problem. Es ist schon mal... Könnt ihr eigentlich was gegen Panzer machen? Super, und da geht mein Panther hin. Ah, ich hätte öfter die Waffen-SS rufen sollen. Wobei... Alter, von wo schießen die denn? Ja, klar! Die können den Panzer nicht mal sehen und schießen den Panther kaputt. So. Feindliche Scharfschützen. Meine Einheiten bewegen sich nicht dorthin, wo sie hin sollen. Bewegt euch endlich, ihr hirnlosen Scheißtypen. So, jetzt Feuer. Ja, das war's. Ah, sie wurden geschlagen. Endlich. Genau. Boah. Flame-Modus aus, bitte. Hirn, schalt das ab. Survival Mission Statistics. 568 Alliierte getötet, 147 Wege zerstört. Ja, das ist doch alles eigentlich. Recht gute Statistik. Eine halbe Stunde überlebt. Trotzdem. Ja. Also ich bereite dann mal für nächstes Mal eine ordentliche Mission vor. Und Traum. Okay. Was du jetzt heute oder die nächsten Tage nochmal machen könntest. Das üben. Ja und nein. Also, der Spielmodus ist halt, du hast halt gemerkt, dass es vom Schaden her halt so ein bisschen übertrieben ist. Genau. Versuch dich doch mal an der Joint Ops das Dorf verteidigen.
Warte, ich kann es mir schon vorstellen, alleine irgendwas zu verteidigen. Das wird sofort nee. In die Hose gehen. Nö. Nimm mal Briten, setz dich dann da rein und dann... Also die Mission ist angenehm und abkühlend. Na naja, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Und das nächste Mal vielleicht ohne Geflame. Ciao. Zum Beispiel.